Die Penny DEL biegt ein ins letzte Viertel der Hauptrunde. Für die Teams im Tabellenkeller ist es doppelt spannend. In diesem Jahr gerät der Kampf um die Playoffs gleichzeitig auch zum Kampf gegen den Abstieg. Platz 10, der letzte Playoff-Platz, und Platz 14, der Abstiegsplatz, trennen aktuell gerade mal 9 Punkte. Von Abstieg bis Playoff-Teilnahme also alles möglich. In dieser Phase der Saison das Momentum ein entscheidender Faktor. Die Iserlohn Roosters seit dem 16. Spieltag ununterbrochen auf dem letzten Platz. Mitte Januar in ihrer besten Form. Mit Doug Shedden kam auch ein klarer Aufwärtstrend mit 5 Siegen aus den vergangenen 6 Spielen. Die Roosters wollen das Feld von hinten aufrollen. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Tabelle gerade aussieht, aber ich denke, wir haben nicht mehr viel Abstand zum Vorletzten. Und ich denke, nächste Woche Freitag greifen wir wieder an und dann schließen wir endlich auf. Das erhöht den Druck auf die Konkurrenz. Die taumelnden Löwen aus Frankfurt scheinen sich nach Trainerwechsel und Neuverpflichtungen wieder etwas gefangen zu haben und atmen nach dem ersten 6-Punkte-Wochenende seit Mitte November ein bisschen auf. Wenn jeder noch ein bisschen mehr Energie, noch ein bisschen mehr Einsatz gibt, ja, und noch mehr Disziplin hat, dann werden wir auch Punkte holen, nicht nur gut spielen. Das größte Problem der Teams im Keller? Konstante Inkonstanz. Düsseldorf zum Beispiel feiert nach einem schwachen Auftritt in Schwenningen einen überraschenden Heimsieg gegen Spitzenreiter Bremerhaven. We take every game like a playoff game. Every game we're looking at, hey, we focus on this. And I think that helps, especially in the position we're in. Die Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers, bei denen sich zuletzt ebenfalls Sieg und Niederlage häufig abwechseln, damit besonders wichtig. Überhaupt, es könnten die direkten Kellerduelle werden, die am Ende den Ausschlag geben. 4 dieser Spiele warten auch noch auf die Augsburger Panther, für die ebenfalls sowohl nach oben als auch nach unten alles möglich ist. Der Kampf um die Playoffs, er spitzt sich zu. Und damit gleichzeitig auch der Kampf gegen den Abstieg. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.